Hallo, hier ist euer Silberfuchs und ich zeige euch heute noch eine Serie von semi-numismatischen Münzen mit leicht höheren Aufpreisen, die von den Motiven her sehr nett sind, die ich jetzt aber auch nicht weiterführen werde. Ihr merkt schon, ich präsentiere euch in letzter Zeit eine Serie nach der anderen, wo ich sage, schön und gut, aber ich mache die nicht mehr weiter. Also der Silbermarkt, der nimmt dermaßen überhand. Eine Zeit lang dachte man halt, man kann da mithalten und sich die schöneren Sachen alle gönnen, aber ohne Lottogewinn oder Erbschaft ist das kaum noch möglich heutzutage. Jetzt aber zu der Serie. Das ist der Kongo Silverback Gorilla. Wie gesagt, Tiere gehen immer. Schöne Serie, eine Unze Feinsilber, wie ihr lesen könnt. Das ist der erste Jahrgang 2015. Es wird jeweils ein männliches Berggorilla-Exemplar abgebildet. Diese Randmuster, die finde ich auch ganz nett gelungen. Die Prägequalität ist eigentlich gut. Der Rand ist geriffelt. Und die Rückseite, die zeige ich euch jetzt, die sieht so aus, weil die bekommt ihr nicht selbstverständlich zu sehen, weil die ganze Geschichte von der Scottsdale Mint verausgabt wird. Hier seht ihr das lizenzgebende Land, Republik Kongo, 5000 Franc. Der Nennwert, also eine Münze, keine Medaille. Ich zeige euch jetzt auch gleich die nächsten Jahrgänge. Jetzt seht ihr auch schon, was ich meine, weil die Scottsdale Mint, die hat so die Angewohnheit, diese Sachen eingeschweißt auf Pappbögen auszuliefern. Dann hat man so Fünferbögen, da kann man dann fünf auf einmal bestellen. Und viele sagen, oh, um Himmels Willen nicht aus der Pappe rausnehmen, das ist so eingeschweißt auf diese Pappe drauf, wie ihr sehen könnt, aber man sieht halt einfach die Rückseite nicht und das finde ich auch schade. Da gibt es jetzt andere Möglichkeiten und gekapselt kommt sie sowieso direkt ab Prägestätte. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich euch raten soll, macht sie weg oder lasst sie dran. Ich habe es jetzt mal in den Fällen dran gelassen, damit ich sie auch mal zeigen kann und ich weiß ja, da ich mehrere Jahrgänge habe, wie die Rückseite aussieht. Und von daher. Gut, 2016 habt ihr hier, jetzt noch 2017, da ist das gleiche Spiel wieder mit dem Pappedeckel. Und der neueste und für mich letzte Jahrgang, den habe ich jetzt neulich bekommen, das ist 2018. Wie ihr seht, immer noch 3x9er Silber, da hat sich nicht viel getan. Ansonsten die Qualität gleich geblieben. Die Rückseite ist immer noch gleich, also nehme ich an, dass bei 2016 und 17 sich nicht viel geändert hat. Ansonsten, wie gesagt, Tiermotive immer schön und die Serie hat auch vom Design her durchgängig eine Stabilität. Das ist schon mal viel wert heutzutage. Da gibt es auch andere Serien, aber ich möchte jetzt nicht meckern, weil wie gesagt, die Exemplare, die ich habe, die lege ich mir zur Seite und ansonsten. Wie gesagt, bisschen teurer vom Aufpreis her als Kookaburra, Koala und Co. muss jeder selber wissen. Für Sammler auf jeden Fall eine gute Wahl. So, das war's von mir, euer Silberfuchs.